Gut, jetzt ist der Ork schlechter mit weg. Jetzt ist er dran. Alles hinfort. So, den Schädelschüttel lassen wir schön da. Der ist jetzt nämlich gleich auszurüsten für uns. Ja, den Kram verkaufe ich auch mal. Die Teleportrunen lasse ich mal da. Und hier könnten wir eigentlich auch mal... Ja, komm hier, Scavenger Eyes und Kram. Wobei es auch Lebensenergie bringt, ne? Ist das auch Lebensenergie? Na gut, dann lassen wir es mal da. Vielleicht können wir uns mal mit Essen hier irgendwie wieder gesund machen. Wolfsfell weg, Bisonfell weg. Den ganzen Kladderadatsch. Ja, den Herrn Dietrich lassen wir mal da. Und ja, Kelle. Warum habe ich so einen Scheiß bei mir? Das gibt's ja gar nicht. Schwarze Roba. Ach komm, Scheiß aufs Kiffen. Da müssen wir wegkommen von Goldausgleich. Tauschen. Wunderbar. So, jetzt nochmal zu Seruk. Ne, Phil? Alte Socke. Ach so, da hat er auch noch. Mensch, da hat er sogar einiges an Geld für uns. Habe ich ganz vergessen. Ne, Seruk? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. So, dann schauen wir mal. Falschen, blablabla. Hier, Taschendiebstahl wollte ich haben. Zeig mir den Taschendiebstahl. Es geht sogar, schön. Das Wichtigste ist die Ablenkung. Verwickle dein Opfer in ein Gespräch. Du glaubst gar nicht, wie schlampig einige Leute ihre Goldbeutel verstauen. Oft kannst du sie ihnen einfach aus der Tasche ziehen. Supi, vielleicht können wir sogar noch den schweren Taschendiebstahl lernen. Wobei dafür unser Geld nicht reichen wird, denke ich mal. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, da fehlen uns auch noch Diebeskunstpunkte. Macht nix. Was haben wir denn jetzt noch so an Geld hier? Quatsch, an Punkten 16. Und wir haben wie viel Geld? 740, na super. Na, dann werden wir zumindest noch die 6 Lernpunkte, denke ich mal, jetzt hier für Stärke ausgeben. Dafür sollte auch das Geld noch reichen, denke ich. Dieses Gehacke. Dankeschön, es geht mal wieder flüssig. Das ist ja freundlich. Mensch, dass ich das noch miterleben darf. Buffer, bleib mal stehen. Warte mal. Ich will mal speichern. Speichern, hallo. Du sollst nicht trinken, du sollst speichern. Seit wann ist F5 denn was trinken? Toll, Trank verschwendet, super. Bufford, hier bleiben. Zu schwer. Das dachte ich mir schon. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich wusste jetzt auch nicht mehr, ob der dann sagt, dass es zu schwer ist oder ob das dann schief geht und die alle sauer auf mich sind und mich jagen. Deswegen habe ich sicherheitshalber mal abgespeichert. So, Stärke. Weiter so. Schön. Mhm. Ja, supi. Du hast nicht genug Gold dabei. Das war zu erwarten. Gut so. Dann machen wir das noch. So, da haben wir noch 5 Lernpunkte übrig. Die können wir uns noch aufsparen für irgendein andermal, wenn wir mal wieder Geld haben. Und das mit Jens, dass der immer wieder einen neuen Bogen hat, das scheint mal mit irgendeinem Patch rausgemacht zu haben, wie mir scheint. So, schauen wir noch mal kurz hier auf das Kärtchen. Kapdun. Haben wir Ruf von 90. Ja genau, Ortega ist noch offen. Ich will mal kurz mit dem Cyrus reden, mal sehen, ob der uns irgendwo hinführt. Na? Wir warten auf dein Zeichen. Da kannst du lange warten. So. Hüpf, hüpf. Die armen Schweinis haben keinen Hirten mehr, der liegt jetzt hier hinten im Gebüsch herum. Den sieht man ja noch nicht mal, ist auch gut. Achso, wir müssen noch zu Uruk, fällt mir gerade ein, und da mal Bescheid sagen, dass der jetzt hier seine besten Tage hinter sich hat. So. Zu schwer. Das dachte ich mir auch. Komm mit. Los geht's. Ja, natürlich. Cyrus schließt sich dir an und damit ist er jetzt einfach nur hinter uns und begleitet uns. Ist aber auch okay, da haben wir noch einen Waffenbruder hier. Einen Schwertbruder, einen Waffengefährten. Das passt schon. Gehen wir nochmal fix zu Uruk. Uruk, mein Freund. Ja, hackt's. Warum darf der hier eigentlich einfach reingehen? Das finde ich unfair. So. Ich habe die Unterstützung der Rebellen in dieser Stadt. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Was muss ich da Verdammt! Du das war der Falsche! Nein, das wollte ich gar nicht! So nein! Gut. Dann tu, was du tun Ach, musst. Aber Klappe! Ich werde es dir nicht leicht machen. Du wirst Shit! Falsche Gesprächsoption! Das hasse ich! Ja, und so schnell kann man zum Feind einer gesamten Stadt werden. Man muss nur mal den falschen Satz gesagt haben und schon sind sie einem Herr, wo sie einen gerade eben noch geliebt haben. Und ich habe keine Ahnung, wo ich das letzte Mal gespeichert habe, ehrlich gesagt. Vermutlich
vor dem Kampf gegen Phil, wenn ich mich nicht irre, oder? Na toll. Oder nein, stimmt, ich habe ja bei Buffett gespeichert, weil ich den beklauen wollte. Ich erinnere mich. So, da muss ich jetzt bloß mal gucken, ob ich davor geskillt habe oder danach. Fertig. Fertig. So, davor geskillt oder danach. 16 Lernpunkte, also habe ich hier noch nicht geskillt. Beziehungsweise noch nicht auf Stärke geskillt. So. Musst du mich im Kampf unterrichten? Ich bitte darum. Gut so. Weiter so. So, da haben wir auch schon... Ach nein, 10 Lernpunkte, da können wir nochmal. Hier, Stärke. Mhm. So, und dann ist nicht mehr genug Geld übrig, das kennen wir schon. Io. So, jetzt aber nochmal zu Uruk. Meine Fresse. Und diesmal achte ich drauf, dass ich das Richtige anklick. Hey. Die Untergrundrebellion in der Stadt ist zerschlagen. Ich wusste, dass diese nichtsnutzigen Söldner nicht zu gebrauchen sind. Seit Wochen passiert nichts. Dann kommst du daher und löst das Problem. Na klar. Gute Arbeit. Die Schamanen werden zufrieden mit mir sein. Was ist mit mir? Geh zum Lagermeister Urkrass. Er wird dir eine Belohnung geben. So, damit haben wir das Quest befreit. Ich hab du noch schon wieder abgebrochen. So, da ist ja auch schon gar nichts mehr. Zu schwer. Na sowas. Ich hätte gedacht, Uruk hier als der Obermotz in der Stadt ist ganz einfach zu beklauen. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Ja, die Geschichte vom ewigen Wanderer in der Wüste. Das werden wir später noch zu hören bekommen. Das ist die Entstehungsgeschichte des Zepters von Varant. Und des... Oh, wie hieß das andere? Ich weiß es gar nicht mehr. Des Stabs des ewigen Wanderers, natürlich. Ich soll mir hier eine Belohnung abholen. Du hast den Rebellenuntergrund hier in der Stadt vernichtet. Das ist gut. Hier, das hast du dir verdient. Hier sind noch ein paar Heiltränke. Thanks a lot, die habe ich nötig. Ja, also der Stab des ewigen Wanderers ist nämlich das Zepter von Zuben. Der ist der Chef der Assassinen, also der vorherrschenden Gruppe von Menschen in Varant. Und das Zepter von Varant, das ist in der Hand von König Roba. Und der ist ja der König der Menschen. Und die beiden sind die Avatare von Innos und Beliar. Also ist das schön aufgeteilt. Und ja, was den Stab angeht, das werde ich wahrscheinlich später mal erzählen. Da können wir dann mal eine Geschichtsstunde machen. So, Cyrus nochmal. Hier und so, ne? Kommst du mit? Ja. Hallo, Cyrus. Ja. Komm mit. Alles klar. Alles klar. Ab geht er. So. Bei wundervollen 10 Frames diese Sekunde, die Sekunde natürlich. Die Minute wäre ein bisschen doof, würde ich sagen. Dann würden wir bloß alle 6 Sekunden ein Bild sehen. Ist jetzt aber auch so nicht gerade angenehm. Mann, wenn das so weitergeht, muss ich mal eine Pause machen. Das ist irgendwie nicht feierlich hier. Aber ich habe wirklich eigentlich keine... Bist du da? Ja. Ich habe wirklich eigentlich keine Hintergrund-Anwendungen mehr laufen. Und jetzt geht's auch wieder flüssig. Das muss mir echt mal jemand erklären. Gibt's da jemanden, der... Weiß irgendjemand von euch einen Rat, was genau das sein könnte, das in periodischen Abständen immer mal wieder sich einschaltet? So wie jetzt gerade zum Beispiel mal kurz, nee doch nicht. Und mir total die Framezahl runterreißt und dann einfach wieder weg ist, dass ich hier ganz flüssig laufen und machen kann. Huch, ja, so viel dazu. Kommst du? Gut. Ich hasse es. Ich hasse meinen Laptop, ich hasse alles. Alles scheiße, kotzt mich an. Ja, ich glaube Ortega ist irgendwo dann im Landesinneren, ein Stück weiter rein. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Und wenn nicht, dann hat Cyrus uns einfach mal ein Stück begleitet und mit uns gekämpft. Das ist auch okay. Tolles Gitarrengeklimper. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube Corvus Corax hatte die Musik zu Gothic 3 gemacht. Vielleicht haben sie auch bloß das Titellied gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Und hier ist es ganz schön neblig. Mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich mal schlafen gehen zwischendurch, damit ich eben nicht in der Nacht rumlaufe. Aber gut, es ist ja nicht dunkel und nix.
Silberpokal, Säge und Laute. Das ist auch genau das, was ich auf einem Wagen erwarte. Ist aber schön, dass hier auch eine Laute dabei ist. Kann man die eigentlich spielen? Ich glaube nicht, aber wir können es ja mal probieren. Laute hier oben. Nö. Geht nicht. Schade. Wäre cool gewesen. Kommst du? Ja. Ich selbst spiele auch, wenn auch mehr schlecht als recht, die moderne Form der Laute, wenn man so will. Bin deshalb sehr für Saiteninstrumente zu haben. So, und dann wollen wir mal weitermachen. Was denn? Willst du mich denn verarschen? Hallo? Jedes Mal, wenn ich mich in Bewegung setze, oder was? Hass, ey, Hass. Einfach nur Hass. So, aber was ist denn hier passiert? Und wer bist du denn? Was ist denn? Ja, der lebt ja noch. Du kommst schon zu spät. Es ist alles weg. Was war alles weg? Wie? Was ist dein Problem? Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht seien Ortega und seine Schweinebande. Der böse Ortega. Gut, dass wir auf dem Weg sind, Ortega niederzumachen. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich warte auf ein Wunder. Oder noch besser, auf die nächste Ork-Patrouille, die mich in die Minen schickt. Ja, da kannst du, glaube ich, lange warten, denn die Ork-Patrouillen, die sind nicht allzu mobil. Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampenöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Ich verstehe bloß nicht, warum der denn hier auf dem Weg zu finden ist. Weil es theoretischerweise noch weiter vorn einen anderen Weg gibt, der viel besser nach Ardea führt und definitiv nicht hier unten lang. Aber gut, man muss nicht alles verstehen. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Ich schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein. Na klar. Dieser Ortega, was ist das für ein Typ? Ortega schert sich weder um die Orks noch um irgendjemand anderen. Er ist der Schrecken der ganzen Küstenregion. Seine Banditen morden und klauen, was das Zeug hält. Gut, ja. Ach, wer weiß denn das? Das wäre cool. Wo ist dieser Banditenboss Ortega jetzt? Das Schwein hat sich versteckt in irgendeiner Räuber. Ach, der Küste. Toll. Wenn ich wüsste wo, würde ich die Orks auf ihn hetzen. Verstehe. Das war wieder ein super Hinweis. Wow, lass mich in Ruhe. Verdammt. Also ist das doch... Ja, bleib wo du bist und rühr dich nicht. Also kann das doch schief gehen. Na super. Wie jetzt? Jetzt bist du dran. Bist du bescheuert oder was? Mann. Egal. Der wird schon irgendwann ablassen. Passt schon. Und ansonsten nieten wir den einfach mal um. Danach ist auch wieder Ruhe. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hinlaufe. Ich glaube nicht, dass Ortega hier oben sein wird. Oh, Uzi Tutsi Hasi. Oh, Uzi Tutsi Rieseneidechse, die im Boden verschwindet und direkt wieder auftaucht. So, gucken wir mal auf die Karte. Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, wo Ortega sein könnte. Aber die Tatsache, dass Cyrus nicht bei mir ist, heißt nichts Gutes. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass ich gegen die Böschung hier gesprungen bin. Bis ich oben war. Wo ist denn der Kerl jetzt? Cyrus? Ja. Komm schon. Zeig, was du kannst. Ach, er ist noch da. Cyrus? Ach, da hinten. Was hast du denn erlegt? Was hast du denn erlegt? Ja, was auch immer. Hier drüben irgendwas? Nö. Der hat bloß so getan, als ob er gekämpft hat. Super. Wo habe ich jetzt das Wildschwein erlegt? Ist hier irgendwie ein spontaner Leichenschwund oder irgendwas? Ach hier, Wildschwein. Im Stamm versteckt. Das ist ja auch gemein. So. Ja, vielleicht müsste ich mich mal informieren, wo Ortega war. Ich weiß es nicht mehr. Ansonsten, ja, vielleicht treffen wir ja zufällig drauf. Oh, Scavenger Hutzi Dutzi schläft. Lassen wir mal leben. Wir sind mal freundlich.